Trauer um Klaus Kinkel. Der FDP-Politiker und ehemalige Bundesaußenminister ist tot. Kinkel sei am Montag im Alter von 82 Jahren gestorben, teilte seine Partei mit. FDP-Chef Christian Lindner würdigte Kinkel als aufrechten und bescheidenen Mann mit Charakter. Ich habe ihm viel zu verdanken, teilte Lindner in einer Stellungnahme auf der Webseite der Liberalen mit. Die FDP verliere mit Kinkel einen väterlichen Freund. Als Außenminister saß Kinkel von 1992 bis 1998 im Kabinett von Bundeskanzler Helmut Kohl. Von 1993 bis 1995 war er Bundesvorsitzender der Liberalen. Bei der Bundestagswahl 1998 verlor die schwarz-gelbe Koalition ihre Mehrheit. Kinkel gab seine politischen Ämter auf und arbeitete fortan als Rechtsanwalt. Darüber hinaus engagierte er sich für Menschen mit Behinderungen. Kinkel war verheiratet und hatte drei Kinder.